Herr Minister, das neue Verkehrssicherheitsprogramm für Bayern hat 8 Tätigkeitsfelder. Welches davon ist denn aus Ihrer Sicht das Wichtigste? Alle 8 sind wichtig, aber ich setze vor allen Dingen auf die Aufklärung der Bevölkerung, auf das Mitmachen der Verkehrsteilnehmer. Denn auf die Menschen, die im Verkehr unterwegs sind, auf die kommt es letztendlich an, wenn wir die Zahl der Unfallopfer reduzieren wollen. In dem Verkehrssicherheitsprogramm wird auch die Vision Zero erwähnt. Ist das ein tatsächliches Ziel oder ist das nur ein Ideal? Es ist klar, wir werden sicherlich in den nächsten 10 Jahren nicht erreichen, dass es überhaupt keinen Verkehrsunfallopfer mehr gibt. Aber wir sehen an den letzten 10 Jahren, wo wir doch die Zahl der Verkehrstoten deutlich reduziert haben in Bayern, es lohnt sich hier sich reinzuknien, es lohnt sich daran zu arbeiten, es lohnt sich in den ganzen Breite der Maßnahmen von gebauter Sicherheit über mehr Prävention, über mehr Schulung der Verkehrsteilnehmer, es lohnt sich daran zu arbeiten und deshalb bin ich zuversichtlich. Wir dürfen uns nicht auf den Erfolgen der Vergangenheit ausruhen, sondern wir müssen weiterarbeiten, hart arbeiten und dann wird es uns gelingen, auch die Zahl der Verletzten und Toten weiter zu reduzieren. Das Radfahren ist in Corona-Zeiten besonders beliebt. Was tut denn das Verkehrssicherheitsprogramm nachhaltig für die Sicherheit der Radfahrer? Ich freue mich sehr über diesen Radfahrboom. Ich bin auch sehr gern mit dem Fahrrad unterwegs und wir müssen jetzt sehen, dass nicht der Anstieg des Radverkehrsanteils zu einem Anstieg der Unfälle in dem Bereich führt, wie das momentan leider der Fall ist. Wir haben auch mehr Pedelecs und E-Bike-Fahrer unterwegs und das bedeutet einerseits, wir brauchen mehr Straßenraum, wir brauchen mehr Radwege, um einfach das Radfahren sicherer zu machen. Wir brauchen aber auch die Einsicht der Radfahrer selbst, dass sie sich verkehrsgerecht verhalten. Manche meinen ja, dass für sie keine Regeln gelten würden oder sie völlig frei unterwegs sein können, manchmal auch mit Behinderung von Fußgängern, aber vor allen Dingen mit Riesenrisiken für die Radfahrer selbst. Hier müssen wir zu einer Bewusstseinsänderung bei manchen kommen. Sie sprechen sich ausdrücklich dafür aus, dass Eltern ihre Schulkinder, ihre Kinder im schulpflichtigen Alter nicht mit dem Auto in die Schule bringen. Warum nicht? Das kann in Einzelfällen notwendig sein. In der Regel sollten Eltern ihre Kinder entsprechend ausbilden, anhalten dazu, auch selbstständig den Schulweg hinter sich zu bringen. Egal, ob man jetzt zu Fuß ist, ob man mit dem Fahrrad unterwegs ist oder ob man mit dem Bus fährt. Es ist wichtig, dass gerade schon Schulkinder die Risiken des Straßenverkehrs auch kennenlernen und dann sich entsprechend gut selbst im Straßenraum bewegen. Es werden letztendlich gerade diese Erfahrungen den Kindern genommen, wenn sie immer nur von dem Mama- oder Papa-Taxi sozusagen befördert werden. Und es entstehen eher sogar noch zusätzliche Unfallgefahren dadurch. Herzlichen Dank, Herr Minister. Gerne.